Ja, hallo, herzlich willkommen, Julian Wingensiefen von Malteser Hilfsdienst in Köln und Dr. Janos Jablauros, Kinderkardiologe aus Fulda, zu unserem Interview Erste Hilfe und Herzstillstand. Sie beiden, unsere Interviewpartner, waren auch schon bei unserer Aktionswoche Herz zum Anfassen im Mai mit Eltern herzkranker Kinder dabei und konnten so in diesem Online-Seminar auch wichtige Erfahrungen weitergeben. Herr Wingensiefen, die Reanimation des dänischen Fußballspielers Christian Eriksen nach seinem Herzstillstand während der EM war erfolgreich. Schnelle Erste Hilfe rettete sein Leben. Denn mit jeder Minute, die das Herz stillsteht, sinkt die Überlebenschance um 10%. Beim Breitensport aber gibt es in der Regel keine ausgebildeten Sportmediziner und Notfallhelfer. Was kann ein Laie dann hier am besten tun? Ja, also erstmal auch einen schönen guten Tag meinerseits. Grundsätzlich sehe ich das so, dass jeder erste Hilfe leisten kann und auch jede Hilfeleistung zählt. Neben der Versorgung des Notfallbetroffenen ist es grundsätzlich auch so, dass der Notruf abgesetzt werden sollte, möglichst zeitnah. Die Rettungskräfte sollten nach Möglichkeit eingewiesen werden. In dem Sinne kann jeder Teil der Hilfeleistung werden. Die Maßnahme speziell, die jetzt auch dem dänischen Fußballspieler das Leben gerettet hatte, die Herz-Lungen-Wiederbelebung, ist durchaus eine Maßnahme, die auch von Laien erlernt und durchgeführt werden kann. Natürlich ist dafür ein gewisses Training erforderlich. Ein Erste-Hilfe-Kurs wäre beispielsweise der erste Schritt in diese Richtung, aber es wäre auch durchaus Laien möglich, hier sehr vernünftige, wertvolle Hilfe zu leisten. Okay. Herr Dr. Siablaros, warum trifft es einen so durchtrainierten jungen Sportler? Was ist besonders für Menschen mit angeborenen Herzfehlern lebenswichtig? Ja, also auch von meiner Seite aus möchte ich einfach dem BVHK nochmal Dank aussprechen dafür, dass diese Aktion gestartet wird, weil sie wirklich Leben rettet. Wir haben es ja live gesehen im Fernsehen. Also vielleicht vorab, Sport ist ja nichts anderes als eine Belastung des Herz-Kreislauf-Systems. Und immer wenn ich was belaste, kann es natürlich auch zu Problemen kommen. Und die Zahlen, die für diese jungen, sehr gesund aussehenden Sportler vorliegen, sind, dass das Risiko für einen plötzlichen Herztod das 2,8-fache von dem beträgt, was ein Nicht-Sportler hat. Natürlich wissen wir alle, dass Menschen, die regelmäßig Sport betreiben, länger leben, aber dieses Risiko lässt sich nicht wegdiskutieren. Und von daher ja, sollte man ausführlich Anamnese machen bei diesen Menschen, sollten immer eine sportmedizinische Untersuchung haben und wir sollten letztendlich in der Lage dazu sein, sie zu reanimieren, wenn wirklich einer mal umkippt. Okay. Die Erkrankungsursachen sind anders als bei den Erwachsenen, also bei den unter 35-Jährigen, das war ja in dem Fall der Fall, der jetzt angesprochen wurde, liegen eher angeborene Erkrankungen vor, wie Kardiomyopathien zum Beispiel, hypertrophe Kardiomyopathien oder Ionenkanalerkrankungen, also Störungen der Herzelektrik, die dazu führen, dass das Herz mit einmal außer Takt gerät, ja, das Herz elektrisch instabil ist, nicht mehr koordiniert pumpt und der Betroffene einfach umkippt. Also das, was wirklich im Fernsehen zu sehen war. Ja. Und was würden Sie jetzt besonders Menschen mit angeborenen Herzfehlern hier raten, wenn sie Sport treiben? Das ist eine grundlegend andere Situation. Diese Menschen kennen ja ihre Achillesferse, die kennen ja ihren Herzfehler und sind dementsprechend natürlich auch instruiert. Und es ist eher so, dass, das haben wir auch in großen Studien gesehen, dass diese Menschen eher zu stark eingebremst werden und dass auch Menschen mit einem leichten angeborenen Herzfehler, die eigentlich überhaupt keine Restriktion unterliegen, doch von uns, von den Schwestern, von den Ärzten und von den Trainern und den Lehrern also dahingehend eingebremst werden, dass sie nicht ausreichend sich körperlich bewegen. Vielleicht nochmal, was geben die Daten her? Es ist so, dass es eine große Kohortenstudie aus Skandinavien gab, bei der Versicherungsdaten angeguckt wurden. Und das hat gezeigt, dass das Risiko eines plötzlichen Herztodes für Kinder und Jugendliche mit angeborenen Herzfehler viel, viel niedriger ist, als man das geglaubt hat. Okay. Herr Wingensiefen, würde hier beispielsweise der Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein auch ausreichen, um in solchen Situationen einzugreifen? Also ich halte den Führerscheinkurs, der für viele Menschen der erste Kontakt zur Ersten Hilfe ist, für einen wichtigen und richtigen Schritt bei insbesondere allerdings den lebensrettenden Maßnahmen, zu denen auch die Herz-Lungen-Wiederbelebung zählt, ist es sinnvoll, die Maßnahme regelmäßig zu trainieren, denn auch in der Notsituation wirken verschiedene auch psychologische Belastungsfaktoren auf Ersthelfende ein. Und da ist es umso wichtiger, die Maßnahme regelmäßig zu trainieren, um dann auch in der Notsituation Handlungssicherheit zu haben. In diesem Sinne ist dieser erste Führerscheinkurs natürlich schon mal wertvoll,
Dennoch lohnt es sich, wie zum Beispiel betriebliche Ersthelfer das tun, im Zweijahresturnus das Ganze aufzufrischen. Mindestens allerdings würde ich den Besuch des Erste-Hilfe-Kurses alle 5 Jahre empfehlen. Denn es ist ja so, dass neben dem Training, das natürlich wichtig ist, sich auch immer mal wieder kleinere Maßnahmen ändern können. Man erlangt neue Erkenntnisse, dementsprechend werden auch die Basismaßnahmen nochmal verändert. Und allein zwecks dieser Auffrischung, was die Inhalte angeht, ist es durchaus sinnvoll, regelmäßig den Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, ausreichend ist in diesem Sinne schwer zu sagen. Es ist in jedem Fall ein sehr guter Schritt, den Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein besucht zu haben. Und dennoch spricht überhaupt nichts dagegen, das Ganze eben in einem gewissen Turnus aufzufrischen. Okay. Herr Dr. Siablaurus, wie und warum wird ein Defibrillator eingesetzt? Also auch da möchte ich Herrn Wingensiefen recht geben. Also das Schwierigste daran ist, ihn nicht einzusetzen. Oder der größte Fehler wäre, ihn nicht einzusetzen. Also diese Defibrillatoren, die mittlerweile vermehrt in Stadien vorkommen und auch in den Innenstädten, heißen AEDs. Das sind automatisierte externe Defibrillatoren. Und wie der Name schon hergibt, sind sie für Laien geeignet. Man braucht keine medizinischen Fachkenntnisse. Die Geräte führen einen durch das Menü und funktionieren dahingehend so, dass ein Herz mit einer instabilen oder abnormalen elektrischen Aktivität, was letztendlich nicht mehr koordiniert pumpt, durch einen starken Stromschlag resettet wird und es dann wieder koordiniert pumpt und somit den Herz-Kreislauf, das Volumen wieder bereitstellt, dass der Betreffende das Bewusstsein wiedererlangt. Das haben wir ja eindrucksvoll gesehen auf dem Fußballplatz. Also Gerät aufmachen, Elektroden aufkleben und letztendlich einfach nur dem, was das Gerät einem sagt, folgen. Und es ist auch in Notsituationen, in denen man so, wie Herr Wingensiefen sagt, sehr unter Stress steht, doch möglich, dieses Gerät zu bedienen. Okay. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne eine Kleinigkeit ergänzen, denn wir sehen ganz, ganz häufig, dass bei Laien in der Ersten Hilfe der Eindruck entsteht, dass dieses Gerät das Nonplusultra ist. Das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung zur Maßnahme. Es lohnt sich aber an dieser Stelle einmal zu betonen, dass Priorität in der Notsituation das schnellstmögliche Absetzen des Notrufes und der zeitnahe Beginn der Herz-Lungen-Wiederbelebung sind. Während die Wiederbelebung stattfindet, kann ein weiterer Helfer losziehen und im Stadion als Beispiel so einen AED besorgen und parallel zur Herz-Lungen-Wiederbelebung einsetzen. Wichtig ist aber, dass der Patient in der Zeit, in der das Gerät geholt wird, auch versorgt wird. Und daraus ergibt sich eben, dass die Priorität immer der Notruf und auch der schnellstmögliche Beginn der Wiederbelebung sind. Okay. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, genau richtig. Wunderbar. Nichts hinzuzufügen, von meiner Seite auch nicht. Herr Wingensiefen, Herr Dr. Siablaurus, vielen, vielen Dank für diese wichtigen Erkenntnisse und für dieses angenehme Gespräch. Ja, ich danke. Ja, vielen Dank für die Einladung.